Ich weiß nicht, wie sie das bei euch gemacht haben, aber wir unserem Part haben sie echt ganz viele Tipps abgegeben. Also ja, super viele Zahlen angeschrieben. Aber ich glaube, ich brauche viel, viel länger. Hast du noch ein paar Fackeln? Nee, ich habe nur noch 6 Stück jetzt. Ich habe mal so darüber nachgedacht. Wir haben jetzt schon 200 Folgen. Wenn man sich mal überlegt, wir sind über ein halbes Jahr schon dran. Überleg mal. Mir kommt das noch gar nicht so lange vor. Ich weiß noch ganz genau, wie der Mitchell mich angerufen hat. Da war ich beim Friseur. Wie er gefragt genau, hat, so. Wo ich die Idee hatte, dass man das ja eigentlich mal wieder weitermachen könnte. Ich weiß das noch ganz genau. Das kommt mir gar nicht so lange her vor, irgendwie. Hervor? Das war jetzt gerade irgendwie ein bisschen so scheiße. Hervor. Vorher. So lange her. So lange vorher. Ach, was weiß ich. Ja, dran, Alter. Überleg mal, dass wir auch noch die anderen beiden Playlists haben, ne? Ja, wenn du das dann mit dazu nimmst, da sind wir ja auch schon bei Folge 600 oder so. Bin ich so ja, 600 wären wir jetzt. Drei Playlists haben wir voll. Na, die macht schon im Grund Konkurrenz. Na, der hat nochmal. Okay, die Playlist hast ja du, die haben wir ja gar nicht. Ja, vor allem die andere ist ja auch noch auf einem anderen Kanal, ne? Ich könnte ja eigentlich auch noch bei mir hochladen. Ja, mach das doch. Du kannst doch. Ja, du kannst. Über Nacht mal eben. Ja, das dauert natürlich, aber du kannst ja zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich will die Abonnenten nicht nerven, du kannst ja in den erweiterten Einstellungen ausstellen, dass die ein Abo-Ding kriegen, aber dann kannst du die halt bei dir alle hochladen und wer gerade Bock hat, sich das anzugucken, kann sich das angucken, weißt du? Ah, dann postest du den ersten Part und schreibst halt rein, ey, hier, guck mal. Ja. Guten alten Zeiten, wie auch immer. Der Rest wird hochgeladen, aber ihr kriegt keine Benachrichtigung. Wer gucken will, guckt. Alter, wird hier gerade richtig belagert. Wer nicht gucken will, guckt auch. Ja, wer nicht gucken will, der ist, wird genötigt. Das ist eine ganz klare Sache, die ich hier auch vertreten möchte im Namen meines... Boah, wir haben letztens... so eine Olle von irgendeiner komischen Telefonfirma gehabt, die ruft jeden Tag hier an. Jeden Tag. Und die will uns jeden Tag dasselbe verkaufen. Trägt mich so auf, meine Mutter auch, die geht schon gar nicht mehr dran. Die ruft jeden Tag um dieselbe Uhrzeit an, immer 2 Uhr irgendwas. Olle Rose kaufen? Ja, da kann man ja einfach, wenn man schon weiß, dass die um die Uhrzeit anrufen, einfach wegdrücken oder so. Ja, machen wir auch nicht mehr. Dafür kannst du doch anzeigen, ey, da kannst du doch wirklich eine Anzeige. Ja, eigentlich schon, ja. Weil das ist ja... Das ist Belästigung. Mal abgesehen von Belästigung ist das, ja, vor allem die raffen es nicht. Weißt du, wie oft wir denen schon gesagt das haben, die sollen nicht mehr anrufen? Aber Mitchell, du wirst ja... Aber was interessiert hat? Ja, nö, die... Englischen Rekord mal irgendwann doch noch. Ah, ich frag mich echt, wie man Leuten so penetrant auf den Nerv gehen kann, weißt du? Das ist ja so, wenn ich auf YouTube jede Stunde ein Video hochlade, in dem ich erzähle, dass ich bald ein neues Video hochladen werde oder heute schon eins veröffentlicht habe. So, man geht einfach so einem richtig heftig auf den Nerv. Ich wollte mal im Bescheid sagen, ich habe vor 5 Minuten hier Video hochgeladen. Guckt euch das mal an, ey, und favorisiert und alles. Und dann kommt das nächste Video. Damit alle mitkriegen, dass das Video da ist. Und dann machst du aber wieder so, ich habe jetzt vor einer halben Stunde Video hochgeladen. Warte, von einer Stunde. Und ich werde aber gleich in 2 Minuten noch ein Video hochladen. Ich mach aber Countdown. Ich mach nochmal ein Video zu. Dann ist hier gerade rum, weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Aber muss natürlich auch alles monetarisieren, ne? Das ist klar. Also, ich habe jetzt. Erst habe ich Clay gefarben, jetzt bin ich gerade im Cave drinne. Ja, aber es ist jetzt ja 5 Minuten, haben wir ja eh die. Zumindest die Mindestzeit erreicht. Wie sieht es eigentlich aus mit deinen Kühen? Sind die da noch drin in der Gruppe? Ja, die sind da noch drin. Die sind da noch alle drin. Na klar. Dann farm ich nochmal so Weizen für dich, so Weizen. Ey. Weizen. Weizen. Ja, ich mache jetzt hier gerade bei mir überall die Erde weg, dann hier demnächst noch irgendeinen Boden reinhau. Boah, ne, lass ich aber mal, weil das Licht sonst komplett weg ist. Das ist immer richtig scheiße. Schön dunkel jetzt hier. So. Boah, ich hab jetzt so viel an dem Café gebaut. Schon gar keine Lust mehr irgendwie gerade. Ich glaube, ich gehe gleich auch in den Cave. Hast du ein Café unter der Erde? Nee, nicht unter der. Also, ja, okay. Ja, je nachdem, wie du jetzt willst. Es ist im Berg unter der Erde. Guck mal, habe ich alles ausgehüllt, Sepp. Alles.
Alter! Geil, ne? Mit Panoramablick habe ich gemacht. Ja, du hast ja mal richtig gelitten, Junge. Ich finde, das hat irgendwie Style. Und jetzt muss ich noch die Wände neu machen. Ja, das erinnert mich gerade an das, was wir auf einer anderen Map gemacht hatten. Wo ich mit dem Bander das Ding gebaut habe. So, ja, daran habe ich mich auch erinnert. Und da habe ich dann einfach mal mich inspirieren lassen. Ey, mach, Alter, wie weit bist du denn gegangen? Ja, ja, pass mal auf, wo man jetzt gleich rauskommt. Ja, das ist, fällt mir jetzt auch mal so auf. Irgendwie habe ich richtig einen weg. Aber... Warte mal, da ist noch ein... Nee. So, hier geht's jetzt weiter. Guck mal, da bist du hier. Mit großem Bürofenster. Das soll so diese typische... Ich bin ganz wichtiger Chef. Ich hab Panoramafenster hinten drin. Fetteste Glasscheibe on Earth. Und jetzt gehst du hier runter. Und jetzt bist du hier. Richtig gut. Wie geil. Ja, aber dauert noch voll lang mit Kaffee und so, weil ich ist halt ein bisschen groß geworden, ne? Oh, bisschen. Ja, ein bisschen. Weil wir da gar nicht übertrieben oder so, überhaupt nicht weiß. Weltumrundung unter der Erde. Willst du das komplett rummachen, aber geht ja gar nicht, ne, oder? Nee, okay. Nur bis da hinten, da ist so ein Ende. Weiter mache ich ja nicht. Da ist aber auch der Berg hört da schon auf hier an der Erde da hinten, da ist direkt schon frei. Ach, da habe ich mir beim letzten Mal hier schon angeguckt gehabt. Hier hört auf, da ist die Arena. Wo ist denn eigentlich unser Yacht? Ich bin in Seppsdorf, ich farm gerade Weizen. Aber ist nicht schlecht, ne? Jo. Aber dauert noch, ey, wenn du überlegst, ich muss die ganzen Wände ja nochmal abbauen, um dann nochmal neue Steine hinzumachen. Will da Stonebricks hinmachen. Das kann noch dauern, hör mal. Da bin ich noch mein Leben lang beschäftigt in der Leben lang. Ich geh mal nach Hause. Das sind meine Homies. Meine Homies sind wieder wach. Na, Homies, was geht? Deine Homies. So. Das reicht ja auch noch für die Rente. Ah, Leute, ich mach mal kurz Feierabend. Ich muss mal kurz einen genüsslichen Schluck von diesem Wasser nehmen. Mach mal kurz Feierabend. Ja. Aber nur kurz, ne? Nicht Pause. Nee, man unterbricht nicht kurz, macht direkt Feierabend kurz. Kurz Feierabend machen und dann wieder anfangen zu arbeiten. Ich hab manchmal so einen richtigen Sprachfehler. Hallo Mukus! Das war mir jetzt noch gar nicht aufgefallen. Nee, ne? Es ist wirklich Wahnsinn. Ja, immer, Schätzelein. Weißt du, was ich jetzt da schmaust? Ja, ja. Du hast schlimmer, oder was? Ja, weißt du, Ding eine Frikadelle essen. Ich kann den gar nicht machen. Ich kann nur die tiefe Stimme, mehr kann ich nicht, aber wie der das macht, geht gar nicht. Du hast Kot schlimmer. Oh, ist wie jetzt eine Frikadelle. Hey, was für eine Frikadelle? Kennst du nicht Gisela? Hat er da auch gespielt. Oh, ist wie jetzt eine Frikadelle. Hör mal, Schätzelein, der will ich nicht. Kein Frikadell. Bist du so fertig, Junge, ey. Der Titte macht ich noch bei einem Wettbewerb mit. Ich hab früher Horst Schlemmer imitieren. So viel Scheiße geguckt, ne? So viel Horst Schlemmer und so eine Kacke, so Harpe Kerkeling, hab ich so viel geguckt. Immer noch besser als RTL. Und der lief dann am besten auf RTL. Nein. Hier voll normal mit Hey, hey, wat denn, Dancing with me. Die verarschen mit Thomas Anders zusammen. So gut, wie der singt Hey, hey, wat denn, weißt du, in so einer Disco Hey, hey, wat denn, Dancing with me. Warte mal kurz, gib dir kurz Weizen. Weizen? Wat? Einfach richtig gut. Oder das ist Pauline. Samen. WTF. Kann ich, das ist alles nur aus deinem Dorf. Kann ich Pauline die Nummer vom Personalausweis erraten? Ja, Pauline, richtig geraten! Das war die Nummer! Alter. Ey, das ist voll gut jetzt hier. Wenn du jetzt hier über die Brücke von mir läufst, dann... Hast du dauerhaft, also hast du den Speedbuff halt direkt wieder. Auf der Brücke kriegst du den schon wieder neu. Ja, Pause weil fertig. Der von dem Ding da ist. Und wenn du jetzt zu dir rüber rennst. Geh den Mukus füttern, ich brauche EP. Dann verlierst du den. Eher Sepp der Kuhmagnet. Wenn du die Leiter hochgehst, dann geht der weg.
Nee. Nee. Reicht bis hier hinten, WTF. Okay, also, er wollte mal anmerken, ich bin nicht aufs Bein. Komm mal, guck mal, Papa macht. Sepp, du hast jetzt wirklich von meinem Haus aus bis zu dir im Lager nonstop die ganze Zeit Speedbuff. Ja. Und im Lager hast du den ja auch durch deinen eigenen Altar noch. Ja. Das ist voll geil. Ja. Das greift genau ineinander über. Das fand ich auch schon immer. Wie man war das? Weil er jetzt den Magic Carpet erklärt hat, ne? Magic Carpet. Das ist so geil, Leute, wenn ihr den Magic Carpet das Plugin da runterladet. Oder da guckt, da gibt's dann so ein Video dazu, was das erklärt. Und der Typ, der dann erklärt, der hört sich einfach an, als wenn er 8 Socken im Mund hätte. Und irgendwie dabei noch irgendwie auf Valium ist oder sowas. Ich hab jetzt alles, was du mir gegeben hast, habe ich jetzt verfüttert. Okay, ja, Aber wir sind fertig. Gast. Und ich habe auch jetzt nichts mehr, was ich machen kann. Ich bin hier gerade schon so einfach wie ihn da drum gerannt. Ja, ich auch. Schön, dass du dabei warst, Mitchell. Ja, Gott, ja, hat mich gefreut, dass ich mal mitmache. Ich hoffe so. Cool, ey. Kannst du gerne wiederkommen und so. War cool. Kannst dich ja nochmal bewerben. Vielleicht nehmen wir dich ja nochmal auf. Falls ihr Bock habt, so. Könnte ich ja mal, irgendwann mal. Ne. Ja, eigentlich, also, auch wenn sich das jetzt frech anhört, aber eigentlich ist die Chance, dass jemand, der schon drin war, nochmal reinkommt, so ungefähr 1 zu 800 Milliarden. Ja. Gäste sagen zwar aber, ja, wenn ihr Lust habt und so, aber das ist halt einfach nur total unrealistisch, weil wir haben halt einfach nur super viele Bewerbungen offen. Ja, wann haben wir auch ja. Lust, weißt du? Ja, überhaupt nicht. Und deswegen ist es einfach relativ unwahrscheinlich. Übrigens, vielleicht an der Stelle nochmal, werden immer noch Bewerbungen halt auch bearbeitet. Das Problem ist halt nur, dass, also die aktuellen Bewerbungen, die jetzt eingehen, die haben im Grunde genommen eigentlich die gleichen Chancen wie die, die vor 3 Monaten oder was eingegangen sind. Ich weiß gar nicht, wann wir damit angefangen haben. Oder 2, 2,5 Monaten, wann hat man den ersten Gast? 3, sowas, ne? Wir haben bei 100, Folge 100, 3 Monate ungefähr. Okay, ja. Und, oh, hier ist noch ein Fail, da muss ich mal. Aber machen. Ich habe da gerade noch mal eine Frage, ich hatte nämlich letztens noch einer angeschrieben. Und der hat gesagt, er hat keine Rückmeldung erhalten. Das waren die, hatten wir Absagen an die verteilt, die, nee, hatten wir nicht. Ja, das ist das Problem. Eigentlich haben wir halt verschiedene Kategorien, wenn man so will. Wir haben einmal die sofort in die nähere Auswahl kommen, ja. Weil die halt von uns allen quasi, ja, das Fleck drin haben, dass wir das gut finden. So, die Leute kommen auf jeden Fall irgendwann dran. So, dann haben wir die Leute, die einfach von vornherein abgelehnt sind, weil die Bewerbung schlecht ist, die Kriterien nicht erfüllt, oder sonst irgendwelche Gründe, warum wir halt der Meinung sind, nee, die wollen wir nicht mit drin haben. So, dann sind die da, die dazwischen hängen. Wo du zum Beispiel gesagt hast, die finde ich gut. Und der Sepp auch. So, oder aber die wo nur einer Absage, gesagt hat, die finde ich gut. Ja, die kriegen halt keine wirkliche Absage, weil das Problem ist, dass die halt eigentlich die Kriterien erfüllen, aber halt nicht mit erster Priorität von uns behandelt werden, weil wir die nicht alle drei gut finden. Ja, okay, aber dann weiß ich, was ich denn antworte dann demnächst. Ich war mir nur nicht mehr sicher, ob wir überhaupt Absagen verteilen an die Leute, die sicher raus sind. Ich wusste einfach nicht mehr, wie wir das gemacht hatten. Ja, so haben wir das gemacht. Die Leute, die auf jeden Fall raus sind, ja, die kriegen auf jeden Fall auch eine Absage schreiben. Ja. Und die Leute, die einfach irgendwo dazwischen hängen oder halt aber auch oder sogar wirklich nähere Wahl sind, da kann es wirklich sein, dass dann einfach Ewigkeiten dauert. Und jetzt hatten wir zum Beispiel letztens welche. Das waren wirklich 2 oder 3 Leute, die mir so aufgefallen sind. Die wären jetzt dran gekommen. Aber die konnten wir dann nicht mehr dran nehmen, weil die das Video gelöscht haben oder sonst irgendwas und dann einfach nicht mehr nochmal nachhaken konnten. Was war das jetzt nochmal für einer und sowieso? Und somit ist der dann auch rausgefallen, obwohl der eigentlich der nächste Gast gewesen wäre, hat der dann Absageschreiben gekriegt. Natürlich ärgerlich. Also ihr müsst da wirklich einfach viel Geduld mitbringen und gar nicht so doll schlimm jetzt jeden Tag in die Mails reingucken und gucken, boah, ist es jetzt endlich soweit, sondern guckt einfach einmal eine Woche rein, das reicht eigentlich. Guckt einfach, wenn dann Sonntagabends mal rein, das ist, glaube ich, optimal so. Weil ja, meistens irgendwann tagsüber alles besprechen und richtig, so. Richtig, weil die Gäste werden von uns immer sonntags dann gewählt und dann
Das alle 2-3 Wochen, weil wir dann meistens immer 3, manchmal 4 Gäste schon auswählen. Für den, und das hält ja dann erstmal einen Monat. Ist halt schwierig. Wir hätten uns das vorher mal ein bisschen durchdenken sollen. Besser, dass wir das Ganze noch ein bisschen durchdachter hätten machen können, aber. Wir sind auch nur Menschen. Eben. Da kann man ja auch noch optimieren irgendwie. Ja, da fehlt so ein bisschen die Professionalität oder sowas. Haben uns nicht so Gedanken darüber gemacht, was machst du mit den Leuten, die im Prinzip jetzt dann einfach nur mega lange warten müssen und aber keine Rückmeldung gekriegt haben. Eigentlich hätten wir von vornherein anfangen müssen und jedem zurückschreiben müssen. So, dass das einfach nur lange dauern kann und dass die einfach ab und an mal ins Postfach gucken sollen. Ja. Ja gut, aber wenn die ja eh unsere Projekte gucken, ne? Aua. Ja. Da wissen sie ja spätestens jetzt Bescheid. Richtig. Für alle anderen, die haben dann wohl leider Pech gehabt. die wissen jetzt immer noch nicht, was los ist. Egal, wir sind jetzt drüber. Ja, wir sind drüber. Zu Ende. Ja, bei uns ist das auch vorbei. Ja, hat genau gepasst. Dann würden wir an der Stelle mal wieder sagen, danke fürs Zugucken und danke an den Daniel hier fürs Mitmachen. Jo. Nichts zu danken. Ich würde sagen, wenn euch mal irgendwann mal langweilig ist und ihr habt gerade echt nichts anderes zu tun, könnt ihr mal an meinem Kanal vorbeischauen. Ungefähr in einem halben Monat geht's wieder weiter dann. Jo, macht das mal. Wie heißt der? Also DykLP. DYKLP, ich schreib's nochmal rein. CK. Das war eh ganz falsch. DYKLP. Okay. Jo. Das ist der Kanal, guckt mal vorbei, wenn es euch gefällt, lasst ein Abo da, vielleicht, oder einen netten Kommentar oder sowas. Stellt schöne Grüße von uns dreien. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Jo, bis zum nächsten Mal. Jo. Tschüss.